Herzlich willkommen zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick der Hellerbar im Monat Juni 2022. Wir feiern Geburtstag, denn unsere Publikation Märkte und Trends gibt es genau jetzt ein Jahr, genauso wie dieses Video. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an mein gesamtes Team Research und Advisory. Jetzt zu den volatilen Kapitalmärkten. Die Zinsen stark nach oben gerichtet. Es ist die Angst vor überbordender Inflation, es ist die Angst, dass die Notenbanken es nicht schaffen, die Inflation einzudämmen. Gleichzeitig ist es aber auch die Angst, und das kann man hier schon erkennen, ein kleiner Rückgang in den USA, dass die Notenbanken vielleicht sogar zu viel machen. Also sehr viel Unsicherheit im Markt, Angst vor Inflation, Angst vor Rezession. Die Inflation ist schon da, Inflationsraten über 7 bzw. 8% bei uns und in den USA. Es gibt Länder, da ist es noch viel schlimmer, in der Türkei sogar schon 70%. Und die US-Notenbank ist jetzt ganz eindeutig. Sie hat im März dieses Jahres angefangen, die Zinsen zu erhöhen und hat zuletzt einen 75er Zinsschritt gemacht. Etwas, was sie zuletzt im Jahr 94 gemacht hat. Ein Rentencrash hatten wir in diesem Jahr, aber wir hatten auch ein Softlanding, keine Rezession trotz einer starken Zinserhöhung. Und das bleibt auch noch unser Basisszenario, auch wenn die Risiken weiter steigen. Denn es gibt ja noch andere Belastungsfaktoren jenseits der Zinserhöhung. Die EZB hat noch nicht gehandelt, aber es ist ziemlich klar, dass sie jetzt handeln wird. Die Aussage, im Juli kommt der erste Zinsschritt und dann im September ein großer und dann noch ein paar kleine. Wir sind nicht ganz einverstanden, beziehungsweise wir haben eine andere Prognose als der Markt. Der Markt erwartet deutlich mehr Schritte. Wir sind der Meinung, dass die EZB die Zinsen zwar nutzen möchte, um die Inflation einzudämmen, aber die EZB hat auch deutlich gemacht, dass sie andere Themen sogar noch ein bisschen mehr im Fokus hat, nämlich die Eindämmung der Spreads. Und Sie sehen hier, es gab eine Ad-hoc-Sitzung der EZB. Als die Spreads sich ausgeweitet haben, hat die EZB bekannt gegeben, dass sie ein Anti-Fragmentierungsprogramm plant, was nichts anderes heißt. Sie will dafür sorgen, dass die Spreads eingedämmt bleiben. Also der Fokus der EZB ist ein ganz anderer im Vergleich zu der US-Notenbank. Und deswegen glauben wir, dass der Zinsanstieg in der Eurozone niedriger sein wird. Ein bisschen Unterstützung und ein bisschen Hilfe kann von der Weltwirtschaft kommen, kann von den derzeit noch relativ knappen, klammen Lieferengpässen kommen. Aber wir sehen, es wird ein bisschen besser. Und sollte China endlich auch ein bisschen von seiner Null-Covid-Strategie abrücken und den Lockdown etwas beenden, würde die Angebotsseite sich etwas verbessern, sodass auch die Stimmung, und wir sehen die Stimmung in Deutschland, in den USA und in China, in den letzten Monaten schon abwärts gerichtet, auch vor dem Ukraine-Krieg schon. Also die Lieferkettenproblematik beschäftigt uns schon eine Weile und ein bisschen erste Hoffnungszeichen. Es ist noch nicht manifestiert, auch noch keine Trendwende, aber es gibt die Hoffnung, dass wir nicht in einer Rezession enden. Hoffnung auf ein schnelles Ende der hohen Inflationsraten kann ich nicht geben, selbst wenn wir erwarten, dass wir wieder Rückgänge sehen. Aber selbst dieser starke Rückgang heißt nichts anderes, dass im Jahresdurchschnitt dieses Jahres die Inflationsrate bei uns bei etwa 7% ist und im nächsten Jahr auch noch bei knapp 4%. Also ein strukturell höheres Inflationsniveau, was die Notenbank meines Erachtens auch tolerieren wird. Und zum Schluss die Aktienmärkte sehr, sehr schwach, heftige Korrektur in den letzten Tagen. Der DAX kurz vor dem sehr günstigen Bereich, die USA mittlerweile im fairen Bereich. Und üblicherweise nach solchen starken Ausverkäufen, wir sind in einem Bärenmarkt. Wenn es keine Rezession gibt, dauert so eine Phase üblicherweise ein halbes Jahr. Der Rückgang ist im Schnitt 30%.
Und dann kommt es auch zu einer relativ schnellen Erholung, innerhalb von 12 Monaten wieder ein Anstieg um 30%. Und deswegen sind wir längerfristig gesehen für die Aktienmärkte auch wieder optimistisch. Das für den Monat Juni bis in 4 Wochen.